Genau, hier steht auch schon der nächste Speaker dran, der ist wahrscheinlich vielen auch schon bekannt, die letztes Mal hier waren, um sich zum Beispiel Frag das Jobcenter anzuhören, die zur Wahlsteinprüfaktion oder auch zu Frag den Bundestag schon hier waren. Anne Semsrott von der Open Knowledge Foundation, Projektleiter von Frag den Staat, darüber könnte er auch hier bekannt sein. Und der spricht zum Thema BERTIG, das Berliner Transparenzgesetz. Die Berliner Regierung hat ja eigentlich im Koalitionsvertrag festgeschrieben, aus dem Informationsfreiheitsgesetz wird jetzt ein Transparenzgesetz. Der Entwurf lässt noch ein bisschen auf sich warten, so wie ich das verstanden habe, anders als der Entwurf der Open Knowledge Foundation. Und dazu wollen wir jetzt ein bisschen was von dir hören. Bitte schön. Genau, danke. Ja, gerade haben wir ganz viel über Gesetze gehört, die wir verhindern wollen und verhindern wollten. Und jetzt haben wir endlich mal einen Kontrapunkt dazu, ein Gesetz, das wir haben wollen. Das Berliner Transparenzgesetz. Und wenn wir über ein Transparenzgesetz reden in Berlin, dann müssen wir erstmal über Hamburg reden. In Hamburg gibt es nämlich ein Transparenzgesetz seit 2013. Und ein Transparenzgesetz, das ist was ziemlich Gutes, denn das ändert per Default die Frage, wie Informationen veröffentlicht werden vom Staat. Grundsätzlich gibt es ja in Deutschland, da wo es Informationsfreiheitsgesetze gibt, erstmal so eine Hohlschuld. Das heißt, Bürgerinnen und Bürger müssen zur Verwaltung hingehen und sagen, ich will diese Informationen, und dann kriegt man sie im Zweifelsfall zugeschickt. Und ein Transparenzgesetz dreht das um und sagt, es gibt eine Bringschuld der Verwaltung. Das heißt, zentrale Dokumente und Daten von der Verwaltung müssen aktiv veröffentlicht werden. Und das hat sich in Hamburg entzündet hieran, an der Elbphilharmonie. Die sollte 70 Millionen Euro kosten, hat letztlich 700 Millionen Euro gekostet und hatte letztlich ausgelöst, dass es eine Volksinitiative gab, unter anderem von Chaos Computer, ja, CCC zumindest, von CCC, von Transparency International und von Mehr Demokratie, ein solches Transparenzgesetz zu schreiben. Und das wurde dann unter dem Druck der Öffentlichkeit 2013 eingeführt vom Senat. Und wir haben uns gedacht, ja, wenn es so ein Gesetz in Hamburg gibt, warum denn nicht auch bei uns? Die haben die Elbphilharmonie, wir haben das hier. Die Elbphilharmonie ist zumindest schon mal fertig. Und in Hamburg war es so, dass das erste Dokument, das online veröffentlicht wurde als Reaktion auf dieses Transparenzgesetz, die Verträge zum Bau der Elbphilharmonie waren. Und natürlich wäre es sehr interessant zu wissen, was denn jetzt die Verträge zum Bau oder Nichtbau oder teilweise Bau des BER in Berlin sind. Das heißt, wir wollen ein Gesetz schaffen, ein Transparenzgesetz, nach dem unter anderem die Verträge zum BER, aber auch zur Staatsoper und was es noch so für Bauruinen gibt, veröffentlicht werden müssen. Und im Berliner Koalitionsvertrag von Rot-Rot-Grün steht, dass das Informationsfreiheitsgesetz, also das IFG, in Richtung eines Transparenzgesetzes weiterentwickelt werden soll. Und das klingt ja erstmal ganz gut, wenn man sich es aber nochmal ein bisschen genauer anguckt, ist die große Frage, was ist denn jetzt die Richtung? Also was heißt es, in eine Richtung ein Gesetz weiterzuentwickeln? Da gibt es unterschiedliche Auffassungen davon, je nachdem, welche Partei man dazu befragt. Und wir haben festgestellt, relativ schnell nach dem Koalitionsvertrag, dass die unterschiedlichen Koalitionsparteien auch unterschiedlich willig sind, ein Transparenzgesetz zu schreiben. Namentlich hat die SPD bisher wenig Interesse daran gezeigt, ein solches Gesetz auf den Weg zu bringen. Und zuständig für ein Transparenzgesetz in Berlin wäre auch die Innenverwaltung. Also die SPD-geführte Innenverwaltung wäre jetzt damit beauftragt, ein solches Transparenzgesetz zu schreiben. Dem Vernehmen nach wird das aber erstmal nicht passieren, ist vorgesehen für die zweite Hälfte der Legislatur, also erst in 2 Jahren. Und auch dann ist nicht wirklich klar, wie so ein Transparenzgesetz oder eine Richtung eines Transparenzgesetzes aussehen würde. Wir kennen das aus ein paar anderen Bundesländern, dass sowas schon drin stand im Koalitionsvertrag und dann entweder gar nichts passiert ist oder letztlich ein Gesetz bei rumgekommen ist, das ein paar Verbesserungen hatte und gleichzeitig genauso viele Verschlechterungen. Also alles nicht unbedingt die ideale Ausgangsposition. Deswegen haben wir uns gedacht, wir schreiben dieses Gesetz einfach erstmal selbst. Und ich fand das super, weil ich dann mir das angeguckt habe und dachte, ja super, Berliner Transparenzgesetz, wenn wir es selbst schreiben, können wir es auch selbst benennen, dann wäre die Abkürzung BERTG, also BERTIG, können wir eine super Kampagne drumherum machen, Leute, die sich den Bart abrasieren, Transparenz und so. Bin damit zu unserem Anwalt gelaufen und der hat gesagt, naja, es gibt so eine Gesetzessystematik, Gesetze werden bestimmt genannt und jetzt ist das Blind. Das ist leider nicht ganz so schön, deswegen ist nur der
inoffizielle Name Bärtig, der offizielle von dem Ding ist Blintig. Und dieses Berliner Transparenzgesetz, unser Entwurf, den es online gibt bei berlin.transparenzgesetz.de, der hat zwei wichtige Abschnitte, die beide Hand in Hand gehen. Der eine Abschnitt, der betrifft die Auskunftspflicht, also erstmal das, was man von einer Verwaltung bekommen kann. Natürlich kann man nicht sagen, es müssen alle Informationen, die beim Staat liegen, veröffentlicht werden. Das ist einfach technisch schon nur sehr schwer möglich. Es ist erstmal grundsätzlich wichtig, eine Auskunftspflicht so zu gestalten, dass möglichst viele Menschen alle Informationen, die sie haben wollen, vom Staat anfragen können. Und wenn wir uns das Informationsfreiheitsgesetz in Berlin angucken, dann hat das so einige Schwächen zurzeit. Und ich würde sagen, die größte Schwäche des Ganzen ist, dass es in der Regel ziemlich viel Geld kostet, Informationen zu bekommen. Also im Informationsfreiheitsgesetz Berlin steht drin, dass jede Auskunft mindestens 5 € kostet, egal wie klein sie ist. Und da steht drin, dass jede E-Mail, die eine Behörde einem als Antwort schickt auf eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz, mindestens 1 € kostet. Das liegt daran, dass dieses Gesetz von 1999 ist und der Gebührenteil seitdem nicht geändert wurde. Da steht auch drin, dass jede Datei, die angehängt wird von der Verwaltung, dann bis zu 12 € kostet. 12 € dann, wenn man die Datei vorher noch verändert hat, dann ist der Aufwand besonders groß. Das bedeutet, selbst wenn man nur eine total einfache Auskunft zum Beispiel von der Berliner Polizei haben will, dann landet man da schon schnell mal bei 40-50 €. Das ist so der Erfahrungswert. Das ist also ein Riesenproblem. Selbst wenn es weniger kosten würde, sind Gebühren immer der große Bereich, in dem Leute ausgeschlossen werden. Also wenn es kostet, Informationen vom Staat zu bekommen, dann können sich das natürlich nur die Leute leisten, die dann auch das Geld dafür überhaben. Aber zum Beispiel Leute, die von bestimmten sozialen Einrichtungen oder so Informationen haben wollen, können das dann in vielen Fällen nicht. Deswegen steht in unserem Entwurf drin, dass Gebühren für Auskünfte komplett abgeschafft werden sollen. Wir sagen, das ist ein Bereich, der potenziell diskriminiert, und deswegen soll es kein Geld kosten, Informationen vom Staat zu bekommen. Außerdem soll die Fristenregelung verbessert werden. Bis jetzt ist es so, dass die Behörden je nach Auslegung mindestens 1 Monat Zeit haben, um eine Antwort zu kriegen. Das wollen wir deutlich verkürzen. Dann ist eine große Frage dabei auch, wer überhaupt Auskunft geben muss. Und gerade in der Zeit von Privatisierung ist das dann die große Frage, was denn mit Landesbetrieben zum Beispiel ist. Was ist also, wenn der Staat sich ausgründet und dann ein privates Unternehmen aus sich macht, das er selbst aber kontrolliert? Dann muss er in vielen Fällen keine Auskunft mehr geben, und auch das wollen wir ändern. Das heißt, wenn etwas irgendwie kontrolliert wird vom Staat, dann muss er auch, egal welche Rechtsform es hat, darüber Auskunft geben. Und dann ein ziemlich wichtiger Punkt ist der Verfassungsschutz. Im Informationsfreiheitsgesetz steht nichts über den Verfassungsschutz drin. Eigentlich müsste der auch Auskunft geben, aber im Verfassungsschutzgesetz selber hat sich der Verfassungsschutz reinschreiben lassen, dass er keine Auskunft geben muss. Das heißt, er hat da so ein Spezialgesetz genutzt, wo dann drin steht, dass der Verfassungsschutz keine Auskunft geben muss, und auch das würde mit unserem Gesetz, Artikelgesetz ist das dann, getilgt werden. Das ist so der eine Teil, also die Frage, welche Informationen kann ich bekommen vom Staat, wenn ich danach frage, und der andere, der bisschen modernere Teil daran, ist der Veröffentlichungspflicht. Das Transparenzgesetz, das wir geschrieben haben, hat eine Liste von 27 Arten von Dokumenten und Daten, die der Staat veröffentlichen müsste. Und ich glaube, so das Plakativste daran sind tatsächlich Verträge, also ab einem bestimmten Schwellenwert. Wenn ein Vertrag einen bestimmten Wert hat, dann müsste er veröffentlicht werden vom Staat automatisch, und zwar nicht einfach nur so, sondern 1 Monat bevor dieser Vertrag in Kraft tritt. Und das ist auch so eins der Dinge, die wir gelernt haben aus Hamburg, dass das wirklich dazu beiträgt, dass Verträge anders gestaltet werden. Wenn der Staat, wenn öffentliche Einrichtungen wissen, dass Verträge erstmal öffentlich sind, bevor sie in Kraft treten, dann werden sie unter diesem Transparenzgedanken ganz anders verfasst. Das heißt, Verträge gehören dazu, Gutachten gehören genauso dazu, also alle möglichen Arten von internen Evaluierungen zum Beispiel und auch alle möglichen Arten von Pläne. Wenn wir uns so die verschiedenen Volksentscheide angucken, die in Berlin in den letzten Jahren gemacht wurden, dann haben eigentlich alle davon einen Anteil, der hiervon berührt ist. Also wenn wir uns zum Beispiel den Mietenvolksentscheid angucken, da geht es darum, dass Liegenschaftspläne, dass Daten darüber, welche
welche öffentlichen Flächen überhaupt der Stadt gehören und so weiter, dass die alle bis jetzt nicht wirklich gut öffentlich zugänglich sind. Und wir wollen das ändern. Wir wollen, dass alle möglichen Daten, die zum Beispiel zum Mieterschutz relevant sind, die aber auch im Hinblick aufs Fahrradfahren interessant sind, das heißt Verkehrsleitpläne und Planungsvorhaben in dem Bereich, aktiv veröffentlicht werden. Das heißt, man muss nicht extra noch danach fragen, sondern die sollen dann direkt online einsehbar sein, wenn sie erstellt werden. Das sind so die beiden Bereiche, das heißt die aktive Veröffentlichungspflicht für bestimmte Arten von Dokumenten und alles, was darüber hinausgeht, soll dann leichter als bisher anfragbar sein. Das ist, glaube ich, jetzt auch im Hinblick auf G20 ziemlich interessant, wenn man sich jetzt anguckt, die Berliner Polizei, die Hamburger Polizei, die muss jetzt nach dem Transparenzgesetz und nach dem G20 wahrscheinlich eine ganze Menge Daten und Dokumente preisgeben. Und das kann natürlich auch mit der Berliner Polizei zu tun haben. Die Berliner Polizei macht, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt eine interne Untersuchung darüber, wie sie sich da so verhalten haben und warum sie rausgeschmissen wurden aus Hamburg. Und wahrscheinlich wird es auch in Hamburg einige Untersuchungen darüber geben. Und ich glaube, wir können danach ein paar interessante Anfragen an die jeweiligen Polizeien zu den Untersuchungsberichten unter den Partys so bekommen, die Polizei da so gefeiert hat. Gut, wenn ihr euch für diesen Gesetzentwurf interessiert, dann schaut ihn euch an unter berlin.transparenzgesetz.de. Ihr könnt ihn da auch kommentieren. Wir wollen eine zweite Version zeitnah bereitstellen. Wir haben schon mit einigen Fachpolitikerinnen aus der Koalition darüber gesprochen und ja, wollen diesen Dialog und den Multilog da deutlich weiterführen. Und dazu brauchen wir auch noch euren Input. Das heißt, wenn ihr euch dafür ein bisschen interessiert, schaut euch diesen Entwurf an, kommentiert dazu und sagt uns, was ihr davon haltet. Und grundsätzlich sind wir auch an vielen verschiedenen Formen interessiert, Gesetzestexte so darzustellen, dass sie verständlicher werden, dass mehr Leute dazu Zugang haben. Das heißt, wenn ihr Ideen dazu habt, wie wir so einen Gesetzestext so präsentieren können, dass möglichst viele Leute dann Zugang zu finden, dann kommt auch sehr gerne auf uns zu. Wir machen zum Beispiel dann eine Versionskontrolle über GitHub. Das ist, glaube ich, schon mal ganz nett, aber sicherlich noch nicht das ganze Ziel. Und grundsätzlich ist dann natürlich die Frage, wie gehen wir damit weiter? Was machen wir damit? Und Volksentscheide hatte ich ja schon angesprochen. Wenn wir uns so ein bisschen die Fristen angucken, wäre es jetzt ein bisschen sehr eng, jetzt noch einen Volksentscheid zu starten. Wenn wir aber in 2 Jahren einen Volksentscheid Transparenz starten, dann wären wir 2021 zur nächsten Abgeordnetenhauswahl und zur Bundestagswahl soweit, dass über diesen Gesetzentwurf abgestimmt werden kann. Die Domain haben wir schon mal und eine Homepage dazu steht auch. Schaut euch das gerne an und wenn ihr Interesse daran habt, jetzt schon mal ein bisschen daran mitzuarbeiten, den Volksentscheid dazu vorzubereiten, dann kommt sehr gerne auf uns zu. Das Wichtigste, um so einen Volksentscheid zu starten, ist, dass man einen Gesetzentwurf hat. Den haben wir. Jetzt brauchen wir noch ein paar Leute, die da gerne mitmachen wollen. Deswegen geht gerne auf die Seite und sprecht uns danach an. Und dann schauen wir mal, ob wir endlich mal ein Gesetz bekommen, das wir auch haben wollen. Dankeschön. Ja, vielen Dank an Arne. Ich habe auch gleich noch eine Frage, bevor ich euch lasse. Ihr habt ja auch ein Transparenz-Ranking. Wie steht denn das Hamburger Transparenzgesetz da und wie steht euers? Ja, wir haben ein Ranking gemacht, transparenzranking.de, wo wir alle Informationsfreiheitsgesetze der Bundesländer miteinander vergleichen. Da ist Hamburg auf Platz 1, was nicht unbedingt deswegen so ist, weil das Hamburger Gesetz so wahnsinnig gut ist. Das ist eher so, weil alle anderen schlechter sind. Und unser Gesetzentwurf, der wäre natürlich weit abgeschlagen auf der 1. Logisch. Das versteht sich von selbst, ja. Okay, danke. Habt ihr auch noch Fragen an Arne? Sieht aus, als hättest du alles sehr sauber erklärt. Alle sind ganz begeistert. Vielen Dank. Geht also auf die Seite, geht auf berlintransparenzgesetz.de, kommentiert, macht mit. Und Dankeschön.